Ja, spitzes Ergebnis, ne? Ja. Ich habe 4 neue Messer gekauft. Für Küche, für Jola und uns. Jola kocht gut. Ich habe mal bei Instagram jemanden gesehen, der hat da so einen ganz toften Messerhalter gebaut mit Magnete. Das schwebt. Das möchte ich bauen. Ich habe euch den unten verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wie der das gemacht hat. Ich versuche es jetzt mal aus dem Stegreif nachzubauen. Jo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, was will ich machen? Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Magnete. Und die Dinger sollen von oben mit dem Magnet gehalten werden. Aber ich merke, sobald der Magnet näher kommt, zieht er das Messer hoch. Ja gut, ich denke mal, das Schwere jetzt vielleicht nicht. Das wird dann nur halten, das stimmt. Ja, am gewissen Abstand geht es nicht weg. Aber die kleinen werden hochgehoben. Das heißt, unten noch einen dran. Sowieso als Auflagefläche. Abstand wird wahrscheinlich eine Riesenrolle spielen. Muss man mal gucken. Wir fangen einfach mal an. Ich werde erstmal so eine Konstruktion machen, nur mal um zu testen. Ja, so einfach nur so ein U aus Holz mit einem Magnet drin. Wie es klappt. Guckt mal. Ja, es ist nicht einfach. Wirklich nicht. Also es muss auf jeden Fall unten ein Magnet hin, weil eine Gegenkraft muss irgendwie da sein, sonst das von diesem kleinen Messer auf jeden Fall das Gewicht reicht nicht aus. Also da muss ich schon ein bisschen mehr machen. Ich habe mir jetzt mal so provisorisch unten so einen kleinen Magnet, oben von so einem, ja, ich hatte da 4 Stück, weiß gar nicht woher, die nehme ich jetzt einfach. Geiger nimmt immer das, was da ist. So, und wenn ich den jetzt hier hinstelle, halt, Moment, und unten reinsetze, ihr seht, es hält. Ich kann auch, Mann, das war ja zu krass. Ist ja in der Wand irgendwie fest. So, wird natürlich noch gerade gestellt, dass er dann, ne? Aber das ist schon eine tolle Sache. Also ich muss sagen, das sieht gut aus. Nur von der Seite, es geht jetzt erstmal nur um den Effekt, ne? Also, das haut hin. Jetzt so ein bisschen ja, mit dem längeren. Das könnte ich noch nehmen. So, so, probieren wir mal. Und mal. Und das ist mit Sicherheit zu tief, weil er wird da sofort hochgezogen. Das sind Millimeterarbeit. Austesten. Noch zu weit. Ja, siehste. Austesten. Ja. Das mache ich. So mache ich's. Yep. Gut. Und die großen auf jeden Fall. Je schwerer, desto mehr wird nach unten gehalten. Dann wird nur noch die magnetische Kraft nach oben ziehen. Jo, dann gucken wir mal, was wir da an Hölzer haben, ne? Um das richtig hübsch zu machen. Ja, ich habe hier wirklich rumgefummelt und gemacht, getan. Ich wusste jetzt nicht, wie machst du es. Aber ich denke, ich bin zu einem schönen Ergebnis gekommen. Ich werde hier oben kommen die kleinen Magneten, unten diese großen, die Messer richtig unten halten sollen. So, unten eingelassen. Ne, Moment, wir fangen oben an. Oben werden kleine Magneten eingelassen, ja. Mit einem Abstand von 3 mm. Habe ich also festgestellt, ist bei allen Messern gleich. So, hier unten habe ich jetzt natürlich Höhenunterschiede. Gut, den ersten werde ich wahrscheinlich so reinmachen können. Aber ich werde es auch nicht machen. Ich werde. Ich bin ja 3D-Druck infiziert. Man kann es mit Sicherheit aus Holz machen. Ich werde es aus PLA machen, Kunststoff. Ich werde mir eine Röhre machen, oben einem kleinen Loch, wo das Messer oben rein kann. Ja, der Magnet wird von unten in die Röhre eingeklebt, damit man den nicht sieht. Eine schöne schwarze Röhre zum Beispiel, die dann hier auch eingelassen wird, die ich dann hier noch Höhen verstellen kann, ja, und dann einkleben kann.
also variabel bleiben, sonst kriege ich das hier nicht ausgerichtet. Das ist schwerer, das ist leichter, das muss man so ein bisschen variieren. Deswegen diese Röhre, die ich drucken werde noch. Und ja, da die Magneten einlassen. Die Seiten würde ich vielleicht mit zwei Aluminiumrohre verstärken, dass das so ein Gebilde bleibt und dann, dass man das so an die Wand hängen kann. Schön abrunden. Das wird hübsch. Also, ich würde sagen, guckt mir einfach mal zu. Ich fange am besten da oben an. Und nachher drucke ich mir die Dinger. Ja, ihr werdet sehen. Genau, so machen wir's. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity. Ja, Magneten sind fest, Harz ist trocken und im Nachhinein fiel mir auf, die Löcher, die hätte ich eigentlich gar nicht durchbohren dürfen. Das ärgert mich jetzt, das ärgert mich jetzt wirklich. Wenn ich jetzt diese Stange reinschiebe, das ist zwar okay, vielleicht mache ich das, klebe ich die so ein und mache noch so einen kleinen 3D gedruckten Nöppel irgendwie drauf. Hm? Irgendwie mal gucken. Irgendwie was Schönes, ein Käppchen oder irgendwas. Von unten sieht man es ja eh nicht. So, jetzt die Maße hier drauf übertragen. Ich habe inzwischen diverse Abstandshalter gedruckt. Die kommen dann hier unten so rein. Für die Messer. Die Magneten. Ja. Die Magneten. Boah, alter Schwede. Kommen hier unten. Die sollten da eigentlich reinpassen. Ja, sie passen. Sie passen. Andersrum aber. Okay, werde ich machen. Ja, das heißt, 35 mm habe ich hier außen gemacht. Die bohre ich dann ein, dass man die so ein bisschen verschieben kann. Dann wird das Ding mit den Stangen zusammengeschraubt. Guckt auch einfach zu, was erzähle ich hier eigentlich immer. Die Teile sind gedruckt, die Magneten habe ich schon eingeschlagen, das war wirklich sehr eng, ja, die sitzen da sowas von fest. Ja, ich habe dieses Loch sehr tief gemacht, damit ich hier noch so ein bisschen variieren kann, ne? Also ich könnte den jetzt ganz nach unten oder ein bisschen höher, das werden wir nachher ausrichten, wenn, ja, diese Stangen hier drin sind. Das Teil hier oben dran ist und wenn dann irgendwas fehlt, kann ich es immer noch runterschlagen und dann erst wird es befestigt. Meine Idee. So, jetzt werde ich das hier erstmal einharzen, damit das alles eine, ja, eine stabile Geschichte ergibt. So. Fest ist es. Ich war in der Zwischenzeit oben, habe mir so kleine Nupsis hier gemacht, die da oben dann reinkommen. Mit Konstruieren, keine 10 Minuten, war ich fertig. 4 Stück. 3D-Drucker. Ich sage es immer wieder, ich liebe es. So, ich habe den hier schon mal so ein bisschen ausgerichtet. Halt. Den.
Et voilà. Hä? Hält. Und wenn du brauchst, nimmst du die einfach raus. So, zack, rein. Okay, ist noch nicht fest. Ist auch runtergesackt. Wir machen's. So, wir fangen jetzt auch mit dem Großen an. Timmer. Boah, die holen wir erstmal alle raus. Der ist sehr stramm. Jetzt werden wir den erstmal ausrichten. Ne? So, das heißt, gucken mal. So, die Höhe, das war zu hoch. So, ein bisschen. So, ja. Einen kleinen Winkel. Das soll ja auch gerade sein, ne? So. Na. So sieht das gut aus. Jetzt noch darüber. Ja. Tropfen Sekundenkleber fertig. Und ein Tröpfchen. Ein Tröpfchen in Ehren. So. Tja. Aber das sieht man dann, ne? Da muss ich mir noch was überlegen. Also mit dem Sekundenkleber, wenn ich da jetzt so einen Tropfen mache, dann läuft das da mit ins Holz. Das möchte ich nicht. Das machen wir anders. Den habe ich irgendwie ein bisschen sehr kurz gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir sind ja nicht so blöd, ne? Also ich nehme hier lieber einen Kontaktkleber und mache den hier unten rum. Einmal kurz am Rand. Und dann ist das gut. Da haben wir ein bisschen Zeit zum Arbeiten mit dem Sekundenkleber. Nee. Ich weiß, Kontaktkleber soll eigentlich beidseitig, aber das klappt auch. So. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Ja. So, jetzt noch die Nupsis einkleben. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich das Ding befestige. Ja, ich habe mir was überlegt. Der wird gar nicht befestigt, der steht oben. Ich werde es euch gleich zeigen. Und Jola darf es ausprobieren. Ja, genau. Ich öle das eben noch. Ich habe hier noch ein paar Frühstücksbrettchen und mein Schneidebrett habe ich gerade noch geschliffen. Wird auch geölt. Natürlich mit dem Heliacare, weil Lebensmittel echt. Ne? Also ich könnte es, ich kann es trinken. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Ne? Finger rein. Ja. Lecker. Ja. So. Dann ölen wir. Oh. Ja, ich liebe es. Ah, ja. Da kommt immer so schön Farbe auf. Ich liebe es, wirklich. Also, so schön Öle. So. Natürlich wird es auch noch mit Balsam und mit Wachs behandelt. Aber das würde jetzt wieder das Video sprengen. Das wollen wir nicht. Ja. Ich zeige euch jetzt gleich das Ergebnis. Ja, wie versprochen, der Messerhalter an seinem Platz. Ja,
Eigentlich wollte ich ja, dass Jola das Ding präsentiert. Leider, Jola ist krank, kann dieses Wochenende nicht kommen. Und ja, schade, 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 muss das Video mal alleine laufen. Okay, ihr könnt ihr aber gerne Glückwünsche über die Kommentare geben. Ich muss sie dazu bringen, dass sie da auch mal drauf antwortet. Ihr helft mir dabei. Ja, ist nur eine Erkältung. Also nichts Weltbewegendes, also nur verschnupft, und sie wollte nicht zu mir, damit ich dann Krankenschein kriege. Ich glaube, ich fahre da doch mal hin, ne? Nein, okay. Spaß beiseite. Der Messerhalter. Komm her. Ja, der Messerhalter. Da steht er. Die Bretter, da sind wieder frisch geölt. Alles super. Jetzt kannst du dir ganz einfach das Messer nehmen. Ne? Zack. Finger abhacken. Und nach Bedarf einfach wieder reinsetzen. Klappt bei allen Messern ganz toll. Ja, einfach rein. Rausnehmen. Du musst nur gucken, dass du das Loch triffst. Genau. Hier auch. Ne? Wenn man mal irgendwo ein bisschen aneckt, ist auch nicht schlimm. Aber es sieht wahnsinnig geil aus, wie die da stehen. In voller Länge, nirgendwo eingepackt. So. Ich finde das toll. Jola hat das Foto schon gesehen. Ist begeistert. Ja, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Projekt. Jola und ich, wir kochen zusammen, tatsächlich. Ne? Also ich schnibbel, sie kocht. Und sie hat gerne alles irgendwo griffbereit. Hat jetzt schon das Öl und das alles dahingestellt. Ne? Ist, ja, weiß ich nicht. Da kam mir die Idee, so ein Rondell. Passt noch ein bisschen mehr drauf. Man kann es drehen, hat es da. Und ich habe ja vor kurzem, ich zeige euch mal das hier, warte mal, up, den da. Ja, den hatte ich ja vor kurzem gemacht, den Ständer hier für meine Palme. Werde ich im nächsten Projekt, wenn ich das mache, das wird nur was Kleines werden, werde ich dann auch hier nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ich habe hier noch so ein bisschen Bandbast so da drum. Da hatte ich ja die Ringe geschnitten und habe dann die runden Platten noch gehabt. Und denke mir, sowas wirfst du nicht weg. Und es ist immer gut, wenn man es nicht macht, weil das ist das Teil, ausgeschnitten, mehrere, ja, mehrere. Optimale Größe, optimal, ja. Da wird es dann ganz einfach nur ein Drehteller darunter. Ich habe den schon bestellt, für wenig Geld, ganz ehrlich. Das wird ein bisschen aufgearbeitet mit Aufteilungen. Da setze ich auch wieder meinen 3D-Drucker ein. Und dann hat man da so ein schönes Teil, was man dann tak tak drehen kann. Flasche rein, Flasche raus. Sieht sauber aufgeräumt aus, nicht so wahllos hingestellt. Und fertig. Ja, so ist das. Nicht immer jeden Zack wegwerfen. Hat was für sich. Jo, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, dieses wird ein Mixwoch werden, denke ich mal. Ich habe dann noch so eine Bitte an euch. Und nicht vergessen, Jola schön grüßen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Lutz, euer Geiber. Tschüss! Ein Daumen und ein Abo. Mir würdet ihr damit eine Freude machen und euch kostet das wirklich nur einen Klick. Also, da abonnieren. Da nächste Filme gucken. Super. Bis zum nächsten Mal.